Um 17.43 Uhr am Dienstagabend ist es geschafft. Mitt Romney, der selbst gar nicht anwesend ist, erreicht den sogenannten Over-the-Top-Moment. Er gewinnt die Mehrheit der Delegiertenstimmen beim Parteitag der US-Republikaner in Tampa. Mitt Romney ist nun also offiziell republikanischer Präsidentschaftskandidat. Doch die große Show lief nicht ganz ohne Pannen. Eine Gruppe Delegierter störte immer wieder. Sie hätte gerne einen anderen Kandidaten. Es sind die Anhänger des radikal-liberalen Ron Paul, die nicht auf Parteilinie einschwenken wollen. This is disgraceful. I am ashamed to be a Republican. This convention is a farce. This process sucks. Something stinks in Tampa. Das stinkt! Diese Gruppe aus dem Ostküstenstadt Maine wird sogar aus dem Saal geworfen. Tumulte statt Einigkeit, unschöne Bilder bei der eigentlich so perfekt inszenierten Romney-Show. If this is the way Mitt Romney is going to run things, we've got problems. This is not the way to do it. This is silencing dissent. This is the sign of the direction this man wants to take our country. This is a disgrace. Auf dem Flur treffen Mitt Romney auf Ron Paul Fans. Um ihn geht es. Der 77-jährige Paul hat bei der Vorwahl gegen Romney verloren. Dennoch lässt er sich vor Beginn der Krönungszeremonie nicht nehmen, selbst durch die Halle zu spazieren und sich feiern zu lassen. Was machen Sie hier? Came to see my friends. Okay. Was ist Ihre Botschaft heute? Same as it was 35 years ago. Eine radikal-liberale Agenda, keine Kompromissbereitschaft, das macht Ron Paul beim Partei-Establishment unbeliebt. Seine jungen, überwiegend männlichen Fans feiern ihn umso frenetischer und geben nicht auf. Oft übertönen sie an diesem Tag mit Romneys Anhänger. Wirkliche Begeisterung kam bei der Kür des Präsidentschaftskandidaten nur selten auf.